Ja, liebe Genossinnen und Genossen, guten Morgen. Ich wollte erst noch mal Saskia und Norbert am dritten Tag ihrer Amtszeit gratulieren und auch zu der objektiven, fairen und konstruktiven Berichterstattung. Also das ist doch immer sehr viel wert. Der Bundesparteitag am 24. Juni 2017 hat beschlossen, eine Kommission zu bilden, die sich um die Vermögensteuer kümmert. Ist ja ein altes Thema von uns, auch ein Lieblingsthema von uns. Thorsten Schäfer-Gümbel hat diese Kommission geleitet. Doris Ahnen hat diese Kommission geleitet. Norbert Walter-Borjans war Mitglied der Kommission. Und jetzt denken alle an das Geld. Aber in Wahrheit geht es bei der Vermögensteuer und bei dem Vermögen nicht um Geld, sondern es geht um unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wer kein Vermögen hat, der hat auch nicht die Freiheit, sich vielleicht mal eine Wohnung zu kaufen. Wer kein Vermögen hat, im Zweifelsfall nicht die Möglichkeit, eine Reise zu machen. Aber es ist viel schlimmer. Wer kein Vermögen hat, der hat nicht die Freiheit, ein Risiko einzugehen. Und wer kein Risiko eingehen kann, der kann auch die Chancen nicht nutzen. Deshalb müssen wir uns gar nicht wundern, dass immer alle Leute sagen, die armen Leute kaufen keine Aktien. Warum kaufen die keine Aktien? Weil sie das Risiko nicht eingehen können und damit auch die Chancen vermissen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, sich um Vermögen und Vermögensteuer zu kümmern. Aber es ist auch ungerecht, dass jemand ohne eigenes Zutun reich ist. So wie es ungerecht ist, dass ohne eigene Schuld jemand arm ist. Und deshalb müssen wir uns darum kümmern. Und wir wollen die Reichen am Schatz des Volkes einfach stärker beteiligen. Sie sollen sich am Gemeinwesen so stark beteiligen, wie ihre Schultern tragen können. Und genau das ist die Idee. Und so sieht man, wie die Solidarität der Freiheit und der Gerechtigkeit hilft. Übrigens, 80% aller Vermögen, ja, die kommen nicht aus Vermögen, sondern die kommen aus Erbschaften. Und vielleicht will ich da eine Geschichte erzählen. Ich saß mit jemandem auf einem Podium, ein Familienunternehmer. Klingt gut, Familienunternehmer, denen geht es auch meist gut. Und da ist Folgendes passiert. Ich sage dem Familienunternehmer, übrigens, ich weiß, Sie entlohnen Ihre Leute gut. Und zwar meine ich sogar sehr gut. Und da sagt er, ja, endlich sieht mal einer von der SPD, dass wir unsere Leute gut entlohnen. Sag ich, das ist uns bekannt. Aber offen gestanden, Sie entlohnen sich auch gut. Sie entlohnen sich, Sie haben ein Flugzeug und Sie haben auch eine Villa, alles in Ordnung. Und ich finde, Sie sind richtig reich und das finde ich auch in Ordnung. Weil Sie tragen ja große Verantwortung. Was man übrigens daran erkennt, dass wenn es um Unternehmen schlecht geht, entlässt der Manager sich zuerst. Also jedenfalls ist es schon so, dass die guten Manager und auch die guten Familienunternehmer, also die Eigner, eine große Verantwortung tragen und sind auch gut entlohnt. Und jetzt passiert ja irgendwann das Unglück, dass der Unternehmenseigner stirbt. Jetzt waren die Arbeitnehmer gut entlohnt, der Unternehmer war gut entlohnt und jetzt stirbt der Unternehmer und diese 5.001 Leute, 5.000 Arbeitnehmer und ein Unternehmer haben ein Vermögen geschaffen. Und jetzt habe ich eine Quizfrage an euch. Jetzt haben 5.001 Leute haben ein Vermögen geschaffen. Wer erbt jetzt dieses Vermögen? Ein Kind oder 5.001 Kinder? Und die Antwort ist nur ein Kind. Und weil nur ein Kind das Vermögen derjenigen erbt, von 5.000 Leuten, die das erarbeitet haben, ist diese enorme Vermögenskonzentration, über die wir immer reden, ist heute gegeben. Und deshalb lohnt es sich, über Vermögensteuer nachzudenken. Und jetzt merkt man, warum wir Erbschaftssteuer und Vermögensteuer miteinander verknüpfen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Es gibt ja Leute, die haben am Monatsende nichts übrig. Ja? Die zahlen auf ihren gesamten Lohn Mehrwertsteuer. Das machen die Reichen nicht so, weil sie am Monat was übrig haben. Aber wer nichts übrig hat, kann auch kein Vermögen bilden. Ganz interessant, dass die Hälfte aller Leute kein Vermögen hat. Das ist schon eine Sache, die muss uns zu denken geben. Und deshalb will ich das Ergebnis der Kommissionsarbeit vortragen. Die Kommission hat entschieden, für sich, euch vorzulegen, sich für die Vermögensteuer auszusprechen. Wir wollen wieder eine substanzielle Vermögensteuer. Und
Jetzt im Prinzip könnte ich natürlich jetzt aufhören zu reden, aber das mache ich nicht, weil ich erst noch mal sagen will, dass die Kommission wirklich sehr gut gearbeitet hat. Ihr habt den Antrag ja auswendig gelernt, das muss ich nicht zitieren. Aber es haben auch viele andere Leute sich um Steuerpolitik und auch um Vermögensteuer gekümmert. Es gibt viele gute Anträge dazu. Und das 60 Plus hat auch einen schönen Antrag dazu gemacht. Und die Antragskommission hat, wie ich finde, jetzt exzellent gearbeitet und hat die vielen Ideen, die auch von euch natürlich kommen, zusammengetragen in einen Antrag. Deshalb muss ich euch nachher noch ein bisschen quälen, indem ich dann die Änderungsanträge vortrage. Aber ich wollte der Antragskommission noch mal danken, weil das war eine äußerst komplizierte Sache. Die Doris Ahnen hat noch heute Morgen so seinen letzten Feinschliff moderiert. Also das war eine sehr gute Sache. Im Ergebnis kann sich das sehen lassen. Und wir machen heute kein Gesetz. Wir machen einen politischen Antrag, der ein Signal gibt. Und jeder weiß noch mal ein paar Zahlen, ne, weil Zahlen sind im Kontext jedenfalls der Steuer immer mal wichtig, auch wenn das in Vorträgen nicht so schön kommt. Aber wenn 10% über ein Pro-Kopf-Vermögen von 1,4 Millionen verfügen, heißt das, dass die das 80-fache des Durchschnitts haben. Das 80-fache. Da muss man sich überlegen, in welchen Kategorien manche Leute denken und in welchen Kategorien andere gar nicht denken können. Und diese Diskrepanz ist extrem schwer emotional zu übermitteln. Ich könnte auch sagen, ein Haushalt in Deutschland von den 45 reichsten hat so viel wie 440.000 andere Haushalte. Ihr merkt, dass das sind Kategorien, in denen sind wir nicht. Wer von euch kann in diesen Kategorien denken? Das ist klar, kann hier keiner denken. Und das ist das Problem, wenn wir uns um solche Anträge kümmern. Jetzt fragt man sich natürlich, warum regt das eigentlich manche auf, was wir wollen? Manche regt ja die Vermögensteuer auf. Und das hängt damit zusammen, dass CDU, CSU, FDP diesen Begriff Mittelstand benutzen, um unsere Politik zu diskreditieren. Die sagen nämlich jetzt, wir belasten damit den Mittelstand. Und jeder wähnt sich Mittelstand. Das geht sogar so weit, dass alle Leute Angst vor der Vermögensteuer und der Erbschaftssteuer haben, selbst die, die gar nichts haben. Also wer nichts hat, hat Angst vor einer Steuer, die ihn nie betrifft. So weit geht die mediale Durchdringung unserer Gedanken, um uns zu konditionieren gegen Dinge, die für die Armen gut wären und die die Reichen nicht so belasten, dass sie arm werden. Also, und jetzt will ich vielleicht doch, weil wir hatten eine intensive Debatte im Bundestag und da habe ich etwas gelernt. Also, jeder findet ja, ich meine, das geht jetzt nur mit Fremdwort, jeder kennt das ja, wir teilen ja die Gesellschaft in Dezile ein, also in Zehntel. Ne? Das ist sozusagen das Zehntel der Ärmsten, das ist das Zehntel der Zweitärmsten und so weiter und hier ist das Zehntel der Reichsten. Jetzt würde jemand in der SPD sagen, also wenn wir irgendwie Mittelstand oder so die Mitte oder so den Durchschnitt oder gibt da andere schöne Worte, dann würden wir doch denken, das wäre irgendwie so. Also jetzt, ich will das nicht genau machen, aber so der Mittelstand wäre vielleicht so hier. Dann wissen wir schon, da müssen wir uns nicht so kümmern, die können sich selber kümmern, aber da müssen wir uns kümmern, weil denen geht es richtig schlecht. Beim Vermögen ist es übrigens so, die haben Schulden. Die haben nicht nur kein Vermögen, die haben Schulden, dauerhaft Schulden. Dieses eine Zehntel hat fast immer Schulden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass sie keine Aktien kaufen, das müssen wir aber nicht erklären. Jetzt ist jedenfalls das die Mitte und das ist unser Mittelstand. Jetzt mache ich das mal gerade und jetzt transformiere ich das mal in die Gedankenwelt von CDU, CSU und FDP. Das haben wir bei dem Soli gelernt. Ihr wisst ja, der Soli, den bezahlen nur die obersten 10% und da auch nicht alle. Von den obersten zahlen 6% nur weniger und die 3,5% der richtig Reichen zahlen den Soli künftig vollständig. Und jetzt sagen die, damit belasten wir den Mittelstand. Also der Mittelstand von FDP und CDU ist hier. Also das heißt, das hier ist der Mittelstand von CDU. Also, und jetzt ist so, wer jetzt sagt, dass das, wer jetzt der Meinung ist, wer jetzt der Meinung mit zum Beispiel der FDP wäre, dass das hier unsere gesellschaftliche Mitte ist, dann muss ich sagen, das stimmt, wir wollen die belasten. Das tut uns richtig leid. Aber ich finde, bevor die dort angekommen sind,
Da können wir noch ein bisschen gerechte Politik machen, und das macht dieser Antrag. Jetzt will ich noch kurz all diejenigen verschrecken, die im Saal sind und außerhalb des Saals und verheiratet und sagen wir mal ein Vermögen von 4,2 Millionen haben. Man spürt die Angst in allen Ecken und Enden. Und wer das mal ein bisschen genauer ausrechnet und den Antrag liest, da komme ich schon zum ersten Änderungsantrag, weil der erste Änderungsantrag, der heißt, dass es einen Freibetrag für Ledige von 2 Millionen, verheiratet 4 Millionen gibt. Und wenn jetzt jemand 4 Millionen 200.000 Euro Vermögen hat, übrigens, steigert Vermögen auch das Vermögen, Einkommen zu erzielen. Wer kein Vermögen hat, hat es viel schwerer, Einkommen zu erzielen, als jemand, der das nicht hat. Das hängt auch wieder mit dem Risiko zusammen. Wie kann ich mich im Leben bewegen? Wie frei? Und wenn jetzt jemand 4 Millionen und 200.000 Vermögen hat, dann müsste der nach unserer strengen Steuer 166 Euro im Monat bezahlen. Und das würde ihn total verarmen. Deshalb für die, die das jetzt betrifft, die müssen jetzt in Trauer nach Hause gehen, weil dieser Antrag, hoffe ich, findet eine Mehrheit. Und jetzt ist was wirklich Unangenehmes, aber weil die Verhandlungen über die Änderungsanträge bis in die letzte Sekunde noch andauerten, müsste ich euch jetzt eine Seite Änderungsanträge vorlesen. Das ist was sehr Formales. Ich würde vorschlagen, ihr hört alle weg, weil das sind super Vorschläge und man kann viel schlechter vorlesen an so einem Mikrofon als zu reden. Also einfügen, Seite 68, Zeile 34, so fängt sowas ja an. Da geht es darum, zudem bedeutet mehr Vermögen mehr Sicherheit, aber auch mehr Macht. Und mehr Macht bedeutet größeren gesellschaftlichen und politischen Einfluss. Wenn dieser Einfluss auf Vermögen beruht und nicht auf inhaltlichen und demokratischen Verhältnismäßigkeiten, dann rüttelt das an den Fundamenten einer demokratischen Struktur. Das ist der erste kleine Änderungsantrag, kommen noch fünf. Einfügen auf Seite 68 nach Zeile 52. Gleichzeitig kritisiert der aktuelle IWF-Deutschland-Report, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss nicht von weit geteilten Wohlstandsgewinnen begleitet wird, die in den Binnenkonsum fließen können und so die Wirtschaft auf Dauer stabil halten. Vielmehr landeten die Gewinne in Form von Kapitaleinkommen auf den Konten einer überschaubaren Anzahl wohlhabender Haushalte, wo sie sich ansammeln, statt reinvestiert zu werden. Seite 68 nach Zeile 61 bitten wir einzufügen, eine weitergehende Reform der Erbschaftssteuer mit dem Ziel einer gerechten Besteuerung von Firmenerben, also den sehr hohen Erbschaften, ist an unserem Koalitionspartner oder einzelnen Landesregierungen gescheitert. Wir treten jedoch weiterhin dafür ein, die Erbschaften, also leistungslosen Vermögenszuwachs, gerecht zu besteuern, gerade auch in Anbetracht der Belastung von Arbeitsankommen durch Steuern und Sozialbeiträge. Einfügen auf Seite 69, Zeile 17. Diese Summen sind bei den Vermögenden geblieben. Ihr Ausfall bei der Finanzierung öffentlicher Aufgaben ist teils durch Streichung wichtiger Zukunftsaufgaben, insbesondere bei Investitionen, teils durch eine unnötig hohe Besteuerung der breiten Masse durch Steuerzahler kompensiert worden. Die Vermögensteuer soll daher ein Instrument sein, diese Ungleichheit wieder abzubauen. Seite 69, Zeile 33. Auch die Kenntnis darüber, wer in Deutschland welche Vermögen besitzt, kann durch die Wiedereinführung der Vermögensteuer wiederhergestellt werden. Dies ist auch für die korrekte, vollständige Erfassung der Vermögen, für die Festsetzung von Schenkung und Erbschaftssteuer von Bedeutung. Auf Seite 69 wird Zeile 51, 52 geändert, ab 1 Million in ab 2 Millionen Freibetrag. Merkt schon, kleine Abweichung von der Idee des DGB-Vorschlags, aber ein sehr kluger Vorschlag, um das zu erklären, was ich eben angedeutet habe.
Und auf Seite 70 bitte ich, die Zeile 1 bis 2 durch Streichung zu ändern. Die Streichung heißt zur Vermeidung einer Substanzbesteuerung. Man sieht, der Antrag ist exzellent überlegt. Die Änderungsanträge stammen aus euren Ideen und von 60 plus. Deshalb bitte ich um Annahme dieses Antrags.